Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu BSV Late Night Nummer 68. Wunderbar, schön, dass Sie dabei sind vor dem Browserfenster, Mobilring und TV-Geräten. In den Zeiten von Ostern hat jeder die Eier in der Hose, um sagen zu können, was man will. Und das werden wir hier bei BSV Late Night sowieso tun. Wie Sie auf jeden Fall wissen, gibt es diverse Zeitschienen, worauf wir erstmal eingehen wollen. Diese Sendung, wie Sie ja wissen, wird ja live aufgenommen und auch live gezeigt. Und zwar am Donnerstag. Das hat dann die Problematik an sich, dass Geschehnisse in der Zwischenzeit passieren, die wir natürlich nicht voraussehen können, weil wir im Grunde genommen am Montag leben. Und so kommen wir zu ganz komplexen Fragestellungen hier in dieser Sendung, die, und da möchten wir Sie nicht überfordern, eigentlich nur von solchen Experten wie in meiner Runde beantwortet werden können. Aber wir haben einfach diese Fragestellungen herausgenommen. Es geht unter anderem, wer meldet, das haben wir ja letzte Woche groß angekündigt, es ist nur ein Thema, aber es wird, und ich müsste jetzt eigentlich sagen, es ist viel passiert, aber dazu mehr in dieser Sendung bei BSV Late Night Nummer 68 nach dem Pokalknaller-Wochenende vor dem 25. Spieltag in der Bremenliga, vor der entscheidenden Woche, eventuell für Grolland. Herr Caraillo, ja. Sie haben das Thema mitgebracht, 5:12. Ja, bezieht sich natürlich erstmal auf die Situation vom TSV Grolland, aber eben auch auf die letzten Spiele, wo es eigentlich immer erst am Schluss, also im Prinzip in den letzten 5 Minuten schief ging. Also vom VfL-Spiel an, glaube ich, VfL 07, wo sie am Schluss verloren haben, jetzt dann auch gegen FC Oberneuland und Brinkum und eben auch bei der unglücklichen Niederlage, Entschuldigung, zu Hause gegen Neustadt, was ganz wichtig war. Das haben sie jetzt verloren, 1:0, auch in der 89. Minute das Gegentor bekommen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, was ist da los? Genau, diese Frage werden Sie ja auf jeden Fall in dieser Sendung beantworten. Herr Pallava, Sie sind dort und haben das Motto mitgebracht, nur die Tore fehlten. Ja, es geht um das BSV-Spiel im Pokal gegen Hasstedt. Gerade besonders die erste Halbzeit fand ich bei sehr guter Fußball. Ja, nur sie haben das Tor aktuell nicht getroffen. Das ist momentan scheinbar so ein bisschen das Problem, dass sie zwar teilweise Torchancen kreieren, aber halt im Abschluss halt nicht abgebrüht genug sind, die dann auch... Okay, dann gehen wir da nachher nochmal drauf genauer ein. Herr Schlag, ja. Sie haben eigentlich das beste Motto ausgewählt für diese Sendung und ich muss es ablesen. Lees letzte Lauerstellung. Ja, es bezieht sich auf den nächsten Spieltag. Lees spielt gegen die SAV und es geht ein bisschen darum, ob sie noch eine Chance haben, in die Halle zu kommen oder nicht. Also wenn sie jetzt gewinnen gegen die SAV, ziehen sie die sozusagen ein Stück runter mit rein, können Werder überholen, sind auf Platz 8 und dann können sie den meiner Meinung nach auch halten. Genau, dann reden wir da auch auf jeden Fall gleich drüber. Jetzt wollen wir aber einmal zurückblicken auf die Pokalspiele und die Nachholspiele in der Bremenliga, die über die Osterfeiertage stattgefunden haben. Und es wurden auf jeden Fall viele Eier versteckt, denn es sind viele Tore gefallen. Und zwar im Pokal gab es den Bremer SV gegen BSC Hasstedt, 3:4 nach Elfmeterschießen. Da reden wir gleich drüber. Fegesack gegen Habenhausen 3:1, Lesung gegen Blumenthal 1:3 und SFL gegen den OSC 4:1. Dann reden wir doch als allererstes mal über das BSV-Spiel gegen Hasstedt 3:4. Sie haben gesagt, es war ein gutes Spiel. Insgesamt würde ich sagen, war es ein gutes Spiel und das dürfte auch den 460 Zuschauern wahrscheinlich bis zur 90. Minute an sich gefallen haben. Es fehlten halt nur die Tore. Und eigentlich fehlten, also von Hasstedt habe ich so 2 Chancen gesehen. Eine erste Halbzeit gleich zu Beginn und dann halt so in der Nachspielzeit wahrscheinlich schon das von Iman Beria. So solche Bälle gehen bei ihm eigentlich sonst immer rein. Aber der BSV hatte vor allem in der ersten Halbzeit mehrere Chancen. Das waren Alexander Arnold mit dem Fernschuss, das war ein Moritz Höhler, der leider nur einen Pfosten getroffen hat. Das war ein Maxwell Ibrahim Apia, der auch ein bisschen verfehlt hat. Und das war ein Nick Zander, der einfach irgendwie den Fuß nicht richtig reingekriegt hat in den Ball, weil der wäre dann 100 Pro drinnen gewesen. Und das waren vor allem die Großchancen der ersten Halbzeit. Und das ist momentan so ein bisschen vielleicht das Problem, was sie halt im Abschluss halt nicht genau gewieft genug sind. Genau. Liegt diese Abschlussschwäche, kann man das zurückführen auf die Jugend der Mannschaft? Ja, auf alle Fälle. Also das ist auch so ein bisschen so, da fehlen vielleicht dann wirklich noch die letzte Konzentration, dann auch der Mut, da irgendwas zu machen. Ja, obwohl sowas wie der Höhlerschuss ist natürlich einfach nur bitter Innenpfosten. Ne? Da weißt du auch nicht, was du noch besser machen sollst, außer dass er vielleicht reingeht. Genau.
Was ich auch faszinierend fand, war eigentlich im Gegensatz zu 2 Wochen vorher, dass man wirklich wieder eine Idee, ein Konzept hatte, dass die wirklich aufmerksam gespielt haben im Mittelfeld, wie Jabatier und Maxwell da die getauscht haben von den Positionen, wie man von einer offensiven Dreierkette in Ballbesitz zurückgestellt hat auf eine Viererkette bei gegnerischem Ballbesitz. Das hat sehr gut geklappt und Hasstedt hat, obwohl sie viel im Mittelfeld bewegt haben, kaum eine Torchance gemacht. Das fehlt ja in den letzten Wochen auch, gerade die letzten 2 Wochen, dass sie hinten das dann konzentriert verteidigt haben. Gerade Hasstedts rechte Seite, fand ich. Gerade genau. Florent Azeri, ja. Der war ja mehr oder weniger komplett abgemeldet. Ja, der hat dann auch die Seiten gewechselt, weil er auf der Seite aber nicht durchgekommen ist. Also den haben sie ja gar nicht ins Spiel kommen lassen. Genau. Das war ähnlich wie beim Ober-Neuland-Spiel, dass sie den Gegner halt ab der Mittellinie wirklich konsequent angegangen sind und sofort Druck aufgebaut haben. Warum, Herr Caraldo, ist das so? Passt sich der Bremer SV wirklich die Spielweise des Gegners drauf an? Warum kann man so ein Spiel rauskloppen, jetzt wieder gegen Hasstedt und eigentlich gut spielen, aber gegen Lehe 4-1 verlieren? Und also gefühlt war es ja so, in den ersten 10 Minuten vom Spiel ist der Bremer SV mehr gelaufen als in den letzten beiden Spielen überhaupt zusammen. Ja, okay, also die Verantwortlichen haben ja gesagt, gerade so ein Spiel gegen Lehe ist dann auch ein bisschen Pech, weil als es dann 2-1 für Lehe steht, macht man halt auf, dann kommt so ein Ergebnis zustande, aber eigentlich ist es schon so, wie wir letztes besprochen haben, dass da eigentlich auch nicht viel ging. Und ich glaube, es ist gar nicht mal nur das Anpassen. Aus meiner Sicht, ich weiß, das wollen ihr dann auch nicht unbedingt hören, ist es aber schon, glaube ich, auch so eine Motivationssache. Also gegen Oberneuland war bestimmt einfach mehr Motivation da, gegen so ein Team was rauszuholen. Und hier war es ähnlich, nicht nur gegen Hasstedt an sich, sondern auch der Umstand, dass es ein Pokalspiel war. Das ist schon irgendwie meine Meinung. Sag nochmal, ich glaube schon, dass das wahrscheinlich jetzt in diversen Interviews, wenn wir irgendwas machen würden, bestritten wird. Muss man wahrscheinlich auch, aber ich denke, wir in unserer Sendung können das einfach auch ruhig mal ansprechen. Also, ja, natürlich. Wir dürfen auf jeden Fall offensiv und aktuell darüber reden und das müssen wir auch, denn es sind ja Sachen, die auf dem offenen Tablett liegen. Herr Schlag, Sie waren ja auch beim Lehrspiel anwesend. Gibt es noch einen anderen Erklärungsversuch außer die Motivation? Denn wenn das der Erklärungsversuch ist, die Motivation, da muss man ja fragen, warum kriegt der Trainer oder die Mannschaft es sonst nicht hin, sich gegen andere Mannschaften zu motivieren? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch, wenn man dann denkt, oh Gott, wir legen gegen Lea TS zurück oder kriegen es nicht hin, dann lässt man schneller die Köpfe hängen als gegen den BSC Hasstedt, wo vorher jeder sagt, der BSC Hasstedt ist stärker. Wenn man da irgendwelche Sachen nicht hinkriegt, probiert man es trotzdem weiter. Wenn man gegen eine deutlich schwächere Mannschaft Sachen nicht hinkriegt, probiert man es halt nicht unbedingt weiter, weil man nicht weiß, was man machen soll. So hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Dazu kam noch, speziell bei dem Pokalspiel jetzt fand ich ja auch, ich fand da die Stimmung auch gut. So, es gab ja so Wechselgesänge und es war wirklich laut auf den Tribünen, das Wetter war gut, das Stadion war ziemlich gefüllt und so. Das motiviert, glaube ich, auch sehr. Also hatte ich jedenfalls den Eindruck. Ich sehe es auch noch ein bisschen, es war ein Alex Arnold wieder da. Ja. Und der ist gerade im Offensivspiel, ist er extrem wichtig in dieser Saison, in der Rückrunde beim BSV, weil er einfach das Spiel leitet. Dadurch wirkte ein Ono Osun viel besser. Ja. Man muss aber auch zugestehen, der Platz war einiges besser als im Lehrspiel. Er war nicht gut, aber er war auf jeden Fall besser. Das heißt, es ging auch wieder technisch ein bisschen besser. Und da hatten sie dann auf jeden Fall Vorteile gegenüber Hasstedt, weil sie halt den Platz schon kannten. Und für mich auch ganz entscheidender Faktor, hinten standen sie gut, was auch am defensiven Mittelfeld lag, wo jetzt zum ersten Mal im Ligaspiel Moritz Höhler gespielt hat. Und der hat hinten wirklich extrem viel abgeräumt. Und da frage ich mich, warum hat er sonst nicht gespielt? Also in den Spielen davor zum Beispiel. Die Kombination Höhler-Arnold ist halt prima. Die beiden bauen das Spiel auf, Höhler rettet und Arnold mit den Beinen und macht die Richtung klar, wo es halt hingeht. Und das verstehen auch alle Spieler. Und das hat natürlich gegen Lehe gefehlt, vollkommen. Hakansson wieder links gespielt und ein Alper Çağ hier rechts, die beide wieder echt gute Leistungen gebracht haben. Und man muss aber auch wieder sagen, auch der Sturm und der Mittelfeld, die haben auch wieder mehr als im Lehe-Spiel nach hinten gearbeitet. Sie waren, glaube ich, einfach besser auf den Gegner eingestellt und definitiv, irgendwie waren sie motivierter. Ja. Definitiv. Genau, was ja im Umkehrschluss bedeutet, du bist ja eigentlich auch nur so stark, wie der andere leicht ist. Also war Hasstedt zu, oder anders formuliert, hat Hasstedt, was war mit Hasstedt los? Also sie haben schon eher negativ überrascht.
Am Anfang schon. In der zweiten Halbzeit habe ich es nicht ganz so. Und wir hatten ja auch dann ein Interview gemacht mit Iman Biria, der ja auch relativ klar sagte, sie haben damit gerechnet, dass der Platz ihnen jetzt nicht gerade entgegenkommt und dass sie so lange wie möglich unentschieden halten wollen, vielleicht sogar was drehen wollen, klar, vielleicht auch in der regulären Spielzeit gewinnen wollen, aber sie wussten, dass es knapp wird und haben ja sogar Elfmeterschießen vorher trainiert haben halt auch so ein knappes Ergebnis hingearbeitet. Also sie wussten schon wieder mal mit ihren Stärken und Schwächen umzugehen, glaube ich, das jedenfalls verstanden. Aber den Platz als Ausrede zu nehmen. Also, beide Mannschaften spielen da drauf. Ich habe es nicht als Ausrede gesehen. Nein, genau. Und Iman hat auch nie Ausrede. Nein. Ich kann mir ja auch viel zu sagen. Ich habe es aber auch nicht als Ausrede gesehen. Das ist ja auch alles ehrlich und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich will da trotzdem nochmal nachhaken. Wenn jetzt eine Mannschaft gegen die vorherige BSV-Mannschaft 3:3 spielt, und in diesem Spiel eigentlich gar keine Torchance, also zwei. Haben wir ja, einen am Anfang und Iman kurz vor Schluss, der eigentlich sonst ja drinne ist, ja, mit verbundenen Füßen und offenen Augen. Ja. Nicht zustande. Ist das nicht doch ein Tick zu wenig? Für Hasstedt ist es zu wenig. Das zeigt aber auch wieder, wie gut der BSV nach hinten dann an diesem Spiel gearbeitet hat. Wie gut sie funktionieren, wenn sie das Spiel sozusagen nicht die ganze Zeit machen müssen. Weil Hasstedt war ja Favorit. Und dementsprechend erwartest du ja auch, dass die das Spiel machen, was du halt von der LATS nicht erwartest. Und dementsprechend konnten sie sich hinten, haben sie halt mehr Arbeit reingesteckt, aber sie haben dann trotzdem halt die Chancen gehabt nach vorne. Hasstedt, finde ich, hat teilweise auch gerade in der ersten Halbzeit extrem behäbig umgestellt, wenn der BSV den Ball erobert hat. Genau die Sachen, die wir im FC Oberneuland-Spiel gesehen haben, was einfach für mich zeigt, dass Hasstedt und auch Oberneuland, die sind halt, die kochen halt auch nur mit Wasser und die sind halt auch nicht so gut. Und Hasstedt, die hatten schon viel Ballbesitz, aber es war genau das Problem, was Herr Pallavier ansprach. Die haben die Räume nicht gefunden, wo sie die Leute anspielen. Und wenn Maxwell zum Beispiel mit Asiri nach hinten läuft, der dann auch einfach mal eine größere Statur hat, dann kann Asiri auch nicht mehr viel machen. So. Und dahinter steht ja noch Shakir. Und da, so musst du es halt dann machen. Dann kann auch Hasstedt, selbst wenn sie eine sozusagen Ballbesitzzeiten höhere hatten, zum Teil im Mittelfeld, passiert dann nichts. Das ist eigentlich das alte BSV-Problem. Ja. Wenn du einen Gegner hast, der dein Spiel unterbindet, dann brauchst du einen Alternativplan. Und den hatte weder Oberneuland und den hatte weder Hasstedt. Ja. Und das ist eigentlich das, was dir dann wirklich zu einer richtigen Spitzenmannschaft fehlt. Okay. Damit haben wir das auf jeden Fall auch geklärt. Worüber ich noch gerne reden möchte, es gab Stimmung auf der Bühne vor dem Elfmeterschießen, die da hießen, okay, wir haben den besseren Torhüter, die besseren Schützen, aber halt Hasstedt und deswegen gewinnen die das Ding, weil die erfahrener sind. Kann man dem was abgewinnen? Also im Internet gab es ja auch Diskussionen darüber, über diese BSV-Nachricht, unglücklich verloren. Also kann man denn, also ist Elfmeterschießen nicht generell Glück oder hat es auch wirklich was mit Erfahrung zu tun? Sowohl als auch. Erstmal ist es eine tolle Antwort. Erstmal ist es eine Lotterie. Prost. Natürlich hat es schon damit zu tun, wenn wir hören von Hasstedt, sie haben das trainiert, das Elfmeterschießen. Wie ich später hörte, haben die BSV-Spieler das natürlich auch ein bisschen gemacht, wobei es da auch hieß, nee, das sind Elfmeter, die müssen irgendwie reingehen, aber der Druck ist ja irgendwie ein anderer, als wenn ich so einen Elfmeter schieße. Also wir haben es ja auch, weil wir das Thema Motivation eben hatten, ich habe noch ein Interview gemacht mit Jan-Moritz Höhler, der sagte, wir wussten, worum es ging. Also ja, es geht eigentlich um das Endspiel und das zu gewinnen und einmal im Leben vielleicht im DFB-Pokal zu spielen. Und das muss dann auch Motivation genug sein für so ein Elfmeterschießen. Andererseits waren da bestimmt einige Spieler dabei, die das so nicht kannten. Mhm. Ja, und aber generell kann man das hin und her diskutieren. Natürlich war es unglücklich, weil es im Elfmeterschießen war. Ja, das Spiel an sich war gut, genau. Vom Bremer SV. Natürlich muss man auch wieder sagen, darauf können sie aufbauen. Aber es war Pokal, es war ein Elfmeterschießen und da versagen mitunter einfach die Nerven. Das genau, ist passiert. Interessant ist ja, dass die Jungen beim Bremer SV auch sogar getroffen haben. Es ist ja gerade so, dass die waren vielleicht sogar unbelasteter, weil natürlich auf den Erfahrenen der Druck doppelt so hoch ist. Die müssen ja sozusagen treffen. Wenn so ein Junger verschießt, der wird noch 10, 11 Mal Elfmeterschießen, wichtige Situationen zu haben. Ja. Und da war das einer der erfahrensten und besten Schützen vom Bremer SV am Ende verschießt. Weil auf den natürlich dann alles lastet. Ne? Das ist schon ganz anders passiert. Genau.
Ja, genau. Mir bisher noch nicht, meine Damen und Herren, vor dem Browserfenster Mobilgeräten und TV-Geräten. Ich halte den Rückstand. Fehlgesagt gegen Habenhausen im Pokal 3:1, Herr Palmer. Sehr viel mehr muss man gar nicht sagen. Fehlgesagt eindeutig die bessere Mannschaft. Insgesamt haben sie es einfach auch Lesung gut gegen Blumenthal 1:3. Ja, auch erwartbar. Aber sehr spät, ja, und Lesung dann auch in Unterzahl. Also Blumenthal hat sich schwerer getan. Ja, ja, meine Damen und Herren, Sie merken, wir machen das eben gerade ganz schnell, aber wir haben noch diverse andere Themen. Aber Herr Schlag, da brauche ich Sie natürlich als Bremerhaven-Experte. Ja. SFL gegen OSC 4:1. Ja, da müssen wir mal meinen Hut von der Palabra ziehen. Ich habe da vorher so ein bisschen gezweifelt, aber man merkt auch, dass dass zwischen Bremenliga und Liga drunter der Unterschied gar nicht so groß ist. Das heißt, wenn du Teams, die oben stehen. Genau, zu den Teams, die oben stehen. Und es bezeichnet halt, der OSC war chancenlos. Irgendwie war, die haben einen Anschlusstreffer, glaube ich, zum 3:1 oder zum 4:1 erst gemacht. Da war es eh schon gegessen. SFL macht sehr gute Arbeit und die werden auch nächstes Jahr, schätze ich mal, jetzt nicht unbedingt um den Abstieg kämpfen, wenn die weiter so arbeiten. Also die machen richtig gut. Ja, ich meine, die spannende Frage, aber da kommen wir sicherlich in einer späteren Sendung nochmal drauf, ist, wenn der SFL aufsteigt und du 4 Bremerhaven-Vereine drin hast, ob die Mannschaften dann in Bremerhaven überhaupt noch so stark sind oder ob sich nicht nach und nach alle... Und die spannende Frage, die hohe Zuschauerzahl, die der SFL zieht, ist ja schon bemerkenswert, auch für die Bremerhavener Vereine generell, oder? Ja, die machen auch viel Öffentlichkeitsarbeit. So, wenn da ein Spiel ist, da ist da bei Facebook zum Beispiel immer ein Ticker. So. Und da gibt es auch immer viele Leute, die das auch gleichzeitig kommentieren und da auch zusehen und so. Also da wird schon viel getan. Und das ist halt irgendwie die... Es ist so eine junge, frische Mannschaft, jedenfalls geben die sich so und das wirkt auch total gut nach außen und die machen, wie gesagt, eine gute Arbeit und die spielen auch einen total schönen Fußball. Das müssen wir auch können uns darauf freuen. SFL hat, glaube ich, auch danach noch ein Ligaspiel gewonnen, wenn ich das jetzt gerade richtig... Ja, also in der Liga rocken wir momentan auch alles weg. Genau, jetzt also die haben sehr gute Chancen aufzusteigen, also da freuen wir uns auf jeden Fall auf den SFL aus Bremerhaven. Nur eine Bitte, nicht sonntags um 11 spielen. Das wäre schön. Genau, dann jetzt wollen wir einmal die Nachholspiele betrachten. Das war Schwachhausen gegen FC Oberneuland 2:5. Herr Palawan, ein kurzes Statement dazu. Ja, doch eine überraschend klare Sache für Oberneuland. Hätte man jetzt vor dem Spiel gar nicht gedacht. Ich habe ja eigentlich sogar Schwachhausen ein bisschen favorisiert, dass sie in der letzten Zeit doch eigentlich eher recht stark aufgetrumpft haben. Hatten aber auch noch ein bisschen Verletzten-Sorgen. Und dann kann halt sowas auch mal ganz schnell passieren. Aber es ist bei Schwachhausen, finden sie jetzt dadurch wieder in die Spur? Ja, das glaube ich schon. Also für die ist jetzt das Spiel, was jetzt leider während die Sendung sozusagen aufgenommen wird. Dieses Thema, was wir am Anfang der Saison hatten, in welchen Zeitzonen. Genau, das mit Blumenthal, das ist für die, glaube ich, viel wichtiger, weil dort könnten sie dann jetzt wirklich die wichtigen Punkte holen. Ja. Genau. In der Presse auch ganz kurz abgehandelt, gab es dann Gerüchte über, wer meldet, wer nicht meldet. Da werden wir uns dann ja nächste Woche wirklich drüber unterhalten, weil wir keine Lust haben hier auf irgendeine Gerüchte-Kücherei. Trotzdem will ich mich drüber mit Ihnen unterhalten. Schwachhausen hat nicht gemeldet. Das wollte ich wissen. Meine Damen und Herren, von dem Browserfans, Mobilgeräten und TV-Geräten. Jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, worauf Sie auf jeden Fall zu Hause warten. Und das ist natürlich der TSV Grolland. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin echt froh, direkt neben einem Experten hier aus Grolland zu sitzen, der auch sogar heute Geburtstag hat. Ja. Und da hat unsere kleine Assistentin auch was für Sie vorbereitet. Alexa, singe ein Geburtstagslied. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. So, das reicht jetzt auch mit diesen ganzen persönlichen Sachen und sowas. Herr Caraldo, viel Glück braucht Grolland jetzt auch. Nach 4:1 gegen Brinkum zu Hause und 0:1 gegen BTS Neustadt, was ja eigentlich noch dramatischer war. Ja, also Glück, das ist halt die Frage. Ne? Ist das alles nur, ich drehe es mal um, ist das alles Pech? Also alles, was ich jetzt im Eingangsstatement auch schon gesagt habe, immer kurz vor Schluss zu verlieren. Wenn es öfter vorkommt, ist es einfach kein Pech mehr. So. Das hatte Wart in der Hinrunde auch, oder? Ja, da war es doch auch so, dass sie dann meistens so in den letzten 10 Minuten... Aber ich sag mal, die Rückrunde für Grolland ist nicht mehr lang. Ja. So, und das die ist Saison? Halt, ist die Saison auch nicht. Das ist ungefähr das Gleiche, glaube ich. So. Aber das Ding ist halt... Das, was heißt Glück, gehört vielleicht auch dazu, aber was jetzt gerade abgeht, ist, geht langsam in so eine Richtung, wo ich denke, es wird doch zappenduster für Grolland. Ich war beim Spiel gegen Brinkum, wo man dann auch wieder sagen müsste, ja, das sind sie eigentlich hoffnungslos verloren. Und genau wie gegen Oberneuland haben sie es eigentlich gut gemacht. Also sie haben auf dem Platz 2 wieder mal sehr gut gestanden.
Wobei man auch sagen muss, Brinkum hat es ganz gut gemacht. Die haben das auch ein bisschen mit angenommen, im Gegensatz zu Oberneuland, fand ich. Trotzdem war es weiterhin knapp. Und als das die schönen Tore, sage ich jetzt mal, sehen wir momentan sogar in Grolland, von Grolland, als das 1-1 fiel durch so einen 25-Meter-Schuss in Winkel, hat man wirklich gedacht, ist vielleicht doch mal ein Unentschieden drin, was auch gut wäre für die Spitze. Ganz neutral gesehen. Und dann wirklich ab der 85. Minute fielen dann nochmal drei Tore. Mhm. So, und wo man auch das Gefühl hatte, ja, Brinkum ist einfach stärker, ist auch verdient und so. Aber gerade vorher hatte Grolland ja wirklich auch tatsächlich noch zehn richtig gute Minuten, wo man dachte, oha, hier geht ja vielleicht noch wirklich was anders rum. So, nur weil Brinkum genau vorher das Spiel beherrscht, muss man auch sagen, das 1-1 war ja eher glücklich aus Grolland-Sicht. Aber dann hatten sie 10, 15 gute Minuten, dann kam aus dem Nichts das Brinkum-Tor und dann war viele eins am anderen. Man hat ja auch gehört, Not gegen Elend, jetzt gegen BTS Neustadt. Also das Brinkum-Spiel kann man ja sagen, kann man mal 4-1 verlieren und muss man ja sagen, es sind ja auf wenigstens nur 4 Gegentore. Brinkum schießt in letzter Zeit sogar, sonst gehören noch mehr. Aber jetzt 1-0 verloren gegen BTS Neustadt, kurz vor Schluss, Elfmeter nicht getroffen. Ja, ist schon, also, hat denn, also, das war, das, hast das du war, Scheiße am, das hast du Scheiße am Fuß, hast du auf jeden Fall Scheiße am Fuß in Grolland und, das auch noch gegen BTS Neustadt, gegen direkten Mitkonkurrenten. Ja. Und ich frage mich jetzt so langsam, fast alle Spiele sind jetzt durch gegen Mitkonkurrenten, haben Hausen voll, glaube ich, noch. Und gegen wen sollen noch die Punkte geholt werden? Jetzt haben sie Mannschaften gehabt, die oben drin sind und haben ganz gut mit denen mitgespielt. Hätten vielleicht da auch mal einen Punkt irgendwo verdient gehabt, ist nicht passiert. Und jetzt gegen die direkten Mitkonkurrenten, die Nachholspiele sind fast alle aufgebraucht. So eins, glaube ich, noch. Und so langsam frage ich mich, wo es hingehen soll. Man hört jetzt auch so immer mal wieder Gerüchte, dass die Erste auch nach den ganzen Vorkommnissen in der Hinrunde, also wo es um Disziplin ging und so, auch nicht so positiv mehr gesehen wird im Verein, wobei es natürlich auch zwei Lager gibt, ne, weil die Erste ja auch irgendwie Presse bringt, irgendwie also für den Verein. Und noch so ein paar andere Sachen, aber jetzt ist erstmal wichtig, was auf dem Platz abgeht und da geht momentan nicht viel, obwohl die Leistungen okay sind für Grolland. Also wir hatten da ja schon Phasen, wo wir dachten, die gehen wirklich unter. Darüber reden wir ja auch nicht mehr so viel, aber aber scheint ja trotzdem nicht zu reichen. Und das muss man da irgendwie, also ich sehe es jetzt auch so nach den ganzen Nachwuchsspielen und jetzt auch, also gerade auch gegen Niederlage gegen Neustadt, die natürlich jetzt ja auch besser werden, weil die sich nicht nochmal dreimal anstrengen müssen und das müsste Grolland auch machen und ich sehe es halt auch nicht. Also die können vielleicht mal lustigerweise einen Punkt gegen Oberen holen, glaube ich ja auch, also gegen Blumenthal oder sowas, eventuell einen Punkt oder so, aber viel mehr wird da nicht gehen, glaube ich. Also es wird eher schwarz gemalt und meine Damen und Herren, das unterstützt auf jeden Fall die Tabelle, die wir jetzt einmal für Sie einblenden. Erster, der Brinkum SV 56 Punkte, zweiter FCO 55, dritter Bremer SV 50, Hastedt 48 Punkte. Genauso wie der Bremer SV auch noch ein Spiel ausstehend, ebenfalls ausstehend noch bei Blumenthal mit 43 Punkten und Schwachhausen 41. Dann kommen wir jetzt zu dieser spannenden Zone, wer in die Halle kommt und wer nicht auf Platz 7, viel gesagt mit 39, Werder Bremen mit 34. Dann blenden wir jetzt einmal über und da sehen wir, das wird wirklich das entscheidende Spiel für Lehe, was Herr Schlag am Anfang gesagt hat, Lehe, 33 Punkte auf Platz 9. Dann in der grauen Zone, in Niemandsland, die Vereine aus Bremerhaven, ESC und OSC, beide mit 24 Punkten. Habenhausen mit 19 hat noch auf jeden Fall Abstiegssorgen, genauso wie Neustadt mit 17, VfL mit 17, Wartansport mit 16, TSV Grolland mit 13. Und die Zeitzone, meine Damen und Herren, während die Kamera wieder auf mich blendet, trifft es natürlich hier auch, auch wenn wir live aufnehmen, wir in der Vergangenheit leben und über die Zukunft reden, über das Spiel Grolland gegen Habenhausen, welches Ergebnis wir zwar wissen könnten, weil wir da sind, aber es einfach noch nicht wissen. Es ist entscheidend auf jeden Fall für Grolland und da müssen 3 Punkte her, denn sonst ist Grolland weg. Ich glaube schon und ein Punkt reicht auch nicht. Also zu sagen, jetzt ein Unentschieden oder so, streben wir sowieso nicht an. Aber selbst wenn es ein Unentschieden geben sollte, das reicht einfach für Grolland nicht. Ich weiß nicht, gegen wen dann sonst noch die Punkte geholt werden sollen. Schwachhausen zum Beispiel am Sonntag, am 8.4. um 14.30 Uhr bei Schwachhausen. Ja, Schwachhausen haben zwar jetzt verloren gegen Oberneuland, aber vorher richtig gute Spiele gezeigt und sind auf jeden Fall Favorit und ich glaube, die werden auch Grolland schlagen. Obwohl sie da diesmal dann ja dann das Spiel machen müssen, wahrscheinlich gegen Grolland. Gut.
Es gibt ja ein anderes Abstiegsknaller her. Palava um 15.30 Uhr am Samstag VfL gegen BTS Neustadt. Wer dort gewinnt, ist aus dem Gröbsten raus? Nee, noch nicht. Aber wer dort gewinnt, hat zumindest schon mal... Das haben Sie jetzt gesagt. Aber der hat 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Und ja, brauchen beide. Ich meine, der VfL hat 17 und Neustadt hat 16. War das richtig? Oder haben beide 17? Ich weiß es gerade nicht. Beide haben 17. Beide 17, ja. Nee, also auch mit dem Sieg bist du noch nicht aus dem Gröbsten. Nein, auch deswegen, weil wir reden jetzt von Grolland die ganze Zeit. Da ist Wartan ja noch, also wir reden von Platz 15 und 16. Ja. Und selbst, also die müssen sich alle noch Gedanken machen. Genau. Ja, aber es wird spannend, weil beide so ein bisschen jetzt gerade offen kriegen und endlich auch das die Ergebnisse liefern, die man eigentlich schon ein bisschen vorher erwartet hat. Sowohl der VfL als auch die BTS. Bei der BTS sogar noch mehr. Also da bin ich halt, also da wird er noch zeigen, wer sozusagen die Kurve weiter nach oben zeigt. Genau, weil die Kurve von Wartan wäre jetzt am Freitag um 19 Uhr gegen BSC Hastedt. Spielweise von Wartan kommt dem Spiel wahrscheinlich eher entgegen als die letzten Spiele auch bei Wartan, ne? Oder die Spielweise von BSC Hastedt, die können sie, ne? Wartan kann schön hinten stehen, auf Konter lauern, müssen die Dinger machen. Machen sie es? Kriegen sie es hin? Oder Herr Carallo? Ja. Ja, ich sag mal, könnte sein, ja. Aber ich meine, Hastedt, klar, wir reden immer davon, eine Mannschaft, die oben noch mitspielt, ist sicherlich einfach Favorit, die müssen abliefern. Aber Wartan ist immer gefährlich, immer. Also ich glaube schon, dass da was passieren könnte. Aber Hastedt hat natürlich jetzt auch wieder, auch nach dem Spiel gegen Werder, und was sie verloren haben, und jetzt nach dem Pokalerfolg gegen den BSV, haben die schon wieder eine zweite Luft irgendwie. Die werden schon was machen wollen, klar. Und die werden auch abliefern, aber ist natürlich was möglich. Also im Moment ist es ja auch so, dass das wäre sicherlich in der Hinserie nicht unbedingt so möglich gewesen, dass die Mannschaften von ganz unten oben auch mal jemanden ärgern können. Also, und ich glaube auch, dass die Hastedter sich immer noch was für die Meisterschaft ausrechnen. Ja. Ich weiß nicht, ob zu Recht oder nicht, bin mir da nicht so sicher, weil Oberneu und Brinkum das ja ziemlich souverän machen. Aber natürlich musst du dann, also wenn sie gegen Wartan nicht 3 Punkte holen, dann können sie das wirklich endgültig abschreiben, die Meisterschaft. Gut, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja, also sie ist gegeben. In dieser Bremenliga-Saison weiß man einfach nicht, was so passiert, obwohl der FC Oberneuland, der am Freitag um 19.30 Uhr gegen die SC Gießen-Münde, jetzt ist Oberneuland drauf und dran, machen wieder ein paar Tore. Ja, das glaube ich. Gießen-Münde war im letzten Spiel ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, hat auch ordentlich Punkte gesammelt, aber für Oberneuland wird das nicht reichen. Um 16 Uhr am Samstag spielt Werder 3 gegen den Brinkumer SV. Alle in der Spitze hoffen auf die Wundertüte Werder. Ja, berechtigt. Ja, wir hoffen, ja, sicherlich berechtigt. Aber ich wollte gerade sagen, Werder gegen Brinkum hört sich nach einem klarer Spiel an, ist es ja auch, weil wir immer davon reden, viele Tore fallen. Ja. Haben wir neulich ein paar Mal schon bei anderen Spielen gesagt und dann ging es irgendwie 0-0 aus oder so. Hoffe ich, obwohl, wäre auch okay, so ein Punktgewinn von Werder, aber Werder ist immer gefährlich. Für jeden. Ja, aber ich glaube, Brinkum wird da 3 Punkte mitnehmen, weil das ist ein Kunstrasenplatz, das liegt Brinkum sowieso. Werder erlaubt dir auch gut eigentlich normalerweise dein Spiel aufzubauen. Ich glaube, Brinkum wird das 3-1 gewinnen. 3. Die 100 machen sie noch nicht voll. Nee. Haben 96 Tore gerade. Nur deswegen ganz kurz, glauben sie es auch? Oder ist. Man weiß es einfach nicht. Ich glaube, diesmal wird es eine souveräne Sache für Brinkum. Weil die gerade wieder, Werder muss wieder ihre 2 schlechte Spiele machen. Wollte ich gerade sagen. Das hat ja Jan-Moritz Höhler ganz gut analysiert. 2 gute, 2 schlechte Spiele. Mal gucken, in welchem Rhythmus sie sind. Auch nach dem Bremer SV-Spiel. Ja. Im Rhythmus muss auf jeden Fall Habenhausen sein gegen den OSC am Sonntag um 15 Uhr. Definitiv. Auch da geht es um wirklich viel. Weil Habenhausen, wir haben eben gerade darüber geredet, das Nachholspiel steht ja noch an gegen Grolland. Mal gucken, wie das ausgeht. Aber hier geht es gegen den OSC und der OSC ist zwar irgendwie relativ gesichert, da sind wir uns einig, haben aber schon genug, die haben das Glück, schon genug Punkte gesammelt zu haben, aber haben nicht so tolle Leistungen gezeigt, um das mal vorsichtig zu formulieren, auch gerade im Pokal jetzt zuletzt und die Spiele davor. Ich glaube, Habenhausen kann sich was ausrechnen. Ja, Herr Schlag, Lehes letzte Lauerstellung. Ja. Lehe gegen Fegesack. Ja, es wird, glaube ich, ein tolles Spiel. Lehe ist halt im Ausland. Sonntag 15 Uhr. Sonntag 15 Uhr, genau, gehen sie alle hin. Alle Bremen-Norder, der Weg nach Bremerhaven ist nicht so weit.
Ja, der SAV war auch. Für mich ja wirklich die Mannschaft der Hinrunde. Die spielen im Prinzip jetzt im Moment das, was sie seit Jahren versprechen. Der Rückrunde. Und aber die Mannschaft der Rückrunde, nicht der Hinrunde. Ja. Okay. Entschuldigung. Ja. Ja. Genau. Und Lea halt macht das auch sehr, sehr gut so. Und sind halt beide im Auf und das wird ein sehr schönes Spiel mit, glaube ich, auch vielen Toren. Das Lea dann irgendwie 5-4 gewinnt, keine Ahnung. 3-1, irgendwas dazwischen. Ja, meine Damen und Herren, und dann gibt es eigentlich den Oldschool-Klassiker, so muss man den einfach nennen. Wir haben ihn in dieser Sendung, glaube ich, mal genannt, BCSTDTAV oder irgendwie ja, sowas. Also. Den Bremen-Superklassiker Blumenthal gegen Bremer SV am Samstag um 15 Uhr. Meine Damen und Herren, ein Megaspiel, auch wenn man jetzt von dem Tabellenstand her Blumenthal leider ein bisschen abgeschlagen, aber es gibt natürlich die aller brennendste Frage bei diesem Spiel. Gibt's Glühwein? So. Meine Damen und Herren, in Blumenthal, habt ihr Glühwein da? Wir hoffen's, egal, auch bei 15 Grad, wir nehmen davon mindestens... Vielleicht sollten wir vorher anrufen. Ja, genau. Bescheid sagen. Wir nehmen auf jeden Fall drei, wenn nicht sogar noch mehr mit einer Null da hinten dran. Was können wir, oder anders formuliert, Herr Palamar, welche Mannschaft von Bremer SV können wir erwarten? Ist es eher die Lehe-Mannschaft oder ist es die Haschstedt-Mannschaft? Ich meine jetzt nicht von den Spielern her, sondern... Nein, ich glaube, aber ich habe das schon verstanden. Ich glaube, das ist ja, die Mentalität, also das ist weil, ja was im Kopf. Weil auch wenn die meisten Spieler ja recht neu sind beim Bremer SV... wenn du irgendwie ein paar Mal in der Bremenliga aufgelaufen bist, dann weißt du, was das eigentlich für ein Spiel ist, was das Spiel eigentlich als Vergangenheit hat. Und da bist du auf jeden Fall motiviert. Und dann auch in dem schönen Stadion, die Ränge werden einigermaßen ja. voll sein, ich glaube. Aber also auch Blumenthal wird motiviert sein, ja. weil wie gesagt, mit der Ligasaison haben die, glaube ich, jetzt, da haben die, wie gesagt, abgeschlossen. Für die zählt nur noch der Pokal an ja. sich. Und in der Liga nehmen sie halt noch mit, was sie kriegen. Aber auch dort werden die Spieler top motiviert sein. Also das ist halt definitiv. Das ist halt das Spiel eigentlich der letzten Jahre. Und ich glaube, es wird auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Spiel, weil klar haben wir Blumenthal immer in den letzten Spielen so ein bisschen schlechter auch gesehen, aber ich glaube schon, das wird dieses berühmte Spiel auf Augenhöhe, gerade weil wir ja immer vom Bremer SV reden als die Mannschaft, die ja halt einfach nach der Winterpause aus bekannten Gründen, die wir jetzt nicht nochmal erwähnen wollen, Abstriche machen mussten oder auch nach den letzten Ergebnissen, die manchmal enttäuschend waren. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel und hat trotzdem irgendwie den Titel Klassiker verdient, auch wenn es jetzt, doch für den Bremer SV geht es ja schon noch darum, vielleicht eventuell Anschluss zu halten nach oben. Aber geht es? Darüber haben wir überhaupt noch gar nicht geredet hier in dieser Runde. Doch, das Problem ist ja, wir wissen ja gerade noch nicht, wie das Werder-Spiel ausgeht. Und wenn sie beim Werder-Spiel, wenn sie dort 3 Punkte holen, dann sind sie ja noch oben dran. Ja, dann sind sie 3 Punkte hinter Brinkum, wenn ich mich nicht irre. Richtig, ja. Dann ist ja noch alles möglich. Du spielst noch in Brinkum am letzten Spieltag. Das heißt, da ist dann wirklich noch, der Hase ist dann noch nicht begraben. Und ich meine, den Haschstedt sich noch was ausrechnet. Der kriegt den Hase. Ja. Ostern. Ganz viele. Der wird doch am Schluss von Ostern. Wenn wir bei Haschstedt drüber reden, dann gilt das natürlich genauso für den Bremer SV. Und für den Bremer SV im Gegensatz zu Blumenthal, geht es tatsächlich noch um eventuelle Meisterschaft. Lass Brinkum da nochmal einbrechen, über 2, 3 Spiele. Glaube ich nicht, aber ne, dann muss man wenigstens bereit sein, da nochmal angreifen zu können. Hat, wenn man jetzt die Saison von Blumenthal oder die Rückrunde oder auch die komplette Saison sieht, so richtig große, überzeugende Spiele waren es nicht. Also bedeutet, der Bremer SV wird wahrscheinlich eher in den Zugzwang kommen, das Spiel zu machen. Und das ist eigentlich wieder... Eher nicht gut für den BSV. Eher BSV. Schlecht für den BSV. Ja, ja, aber ich glaube, hoffen, dass keiner aus Blumenthal das sieht, damit sie jetzt nicht diese Tipps... Die gucken nur alle zu. Dass ich, also, hallo. das könnte sein, wobei, ich weiß nicht. Also ich habe Blumenthal jetzt auch in der Rückrunde ein paar Mal gesehen. Die versuchen schon, das Spiel zu machen. Deswegen wird es auch... die haben es sogar versucht, bei dem, wo sie untergegangen sind, gegen Oberneuland. Aber ich habe sie auch... gegen Neustadt oder in der Neustadt gesehen, gegen BTS, und die haben, da mussten sie sich auch sogar machen, ja. BTS spielt ja auch so, aber ich glaube schon, dass sie immer noch den Anspruch haben, die haben gute Leute, und deswegen wird das vielleicht doch so ein Spiel wie gegen Haschstedt oder gegen Oberneuland. Weil auch die Spiele, die sie verloren haben oder wo sie die Punkte verloren haben, waren alle Spiele, also eigentlich tritt Blumenthal immer noch auf und sagt, wir wollen das Spiel machen, und vor allem auch mit dem Trainer, der es auch sagt, wir wollen das Spiel machen, wir wollen auch schönen Fußball zeigen, den wir auch bestimmen. Das ist deren Philosophie. Auch dieses Jahr, wo es nicht so gut läuft. Die haben nicht umgeswitcht auf,
wir halten oder wir verteidigen. Nee, das ist eine Mannschaft und die ist ja auch so zusammengestellt, dass sie das Spiel machen wollen. Und das ist die Chance eigentlich für den Bremer SV. Und das ist vor allem die Chance für ein schönes Spiel. Ja, genau. Und sie haben jetzt auch nicht mehr den Druck nach Meisterschaft, dass sie gegen den BSV nicht verlieren dürfen. Genau. Weil die ja eigentlich sowieso schon nicht mehr machbar ist. Ja, Herr Pallava, ich möchte über eine Sache noch reden, bevor wir diese Sendung zu Grabe tragen mit dem falschen Hasen. Die Frage ist, Pokal jetzt vorbei beim Bremer SV. In der Liga wissen wir halt jetzt noch nicht, weil wir dieses Zukunftsproblem haben mit Werder, mit dem Werder-Spiel. Könnte die Gefahr sein, dass man einfach sagt, okay, Saison ist vorbei, jetzt schnullen wir uns aus? Das glaube ich nicht, weil ich sehe es immer noch so, dass sich die Spieler wahrscheinlich immer noch zeigen wollen. Weil es geht nach der Saison, wird ja immer noch weiter Fußball gespielt. Es ist nicht so, als würde im Sommer alles vorbei sein. Also geht es jetzt darum, sich zu zeigen für die nächste Saison, um zu gucken, dass man weiter beim Bremer SV bleibt? Dass man weiter beim Bremer SV bleibt oder um sich halt bei anderen Vereinen zu empfehlen, denke ich mal. Ja. Also, und das sollte mehr als genug Motivation sein. Weil ich meine, die meisten Spieler beim BSV sind ja auch noch ziemlich jung. Das heißt, die haben ja auch noch ein paar Jährchen vor sich, in denen sie eigentlich in der Bremenliga oder vielleicht sogar auch einige höher kicken können. Und da solltest du dann einfach noch dranbleiben. Und ich glaube, also ich gehe einfach mal davon aus, dass Cenkus entsprechend auch die Spieler aufstellt, von denen er das Gefühl hat, dass sie im Training halt auch noch mal vollen Einsatz zeigen. Also bedeutet, Herr Stark, sehen Sie es auch so, dass da nicht die Gefahr des Einbruchs besteht, weil der Pokal jetzt weg ist? Nee, ich sehe das eigentlich ähnlich wie Herr Pallava. Also die Jungs wollen, und wie gesagt, die Meisterschaft ist noch nicht verloren. Die wollen oben dran bleiben und die werden darauf warten, dass einer von den beiden da oben dann doch vielleicht mal eine schlechte Phase hat und wollen dranbleiben, glaube ich, auf alle Fälle. Wobei wir einen Aspekt noch gar nicht für den Fall berücksichtigt haben, wie es eigentlich auch in Bezug auf die Winterpause, alles verkürzt, neue Spieler, wie Spieler überhaupt reinkommen, also diese ganze körperliche Geschichte haben wir auch noch nicht. Es ist ja alles sehr Kraftraum. Wieder mal diese Woche, das Werder-Spiel ist ja auch noch, wie gesagt, dann Lumpen. War schon, wird gewesen sein. Und worauf ich hinaus will, es ist wieder mal so eine Woche der Wahrheit für den Bremer SV. Und die anderen Spiele, die sie jetzt verloren haben, inklusive, was wir eben auch Richtung Motivation gebracht haben, Oberneuland oder Hastedt, liefen ganz gut, aber die Frage ist für mich auch, wie ist es überhaupt körperlich bestellt? Ist es vielleicht auch so ein Problem, dass es einfach sehr kraftraubend ist? Gerade jetzt die Spiele auf dem Panzenberg, auf tiefem Boden und so weiter, ist ja auch ein Faktor. Klar, das werden wir dann sehen. Da muss halt Cengiz irgendwie das Training so dosieren, dass die fit auf dem Punkt sind. Genau, ich möchte aber jetzt doch auf ein Thema, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, was man auf den Tribünen gehört hat, nach dem Pokalspiel abhaken, jetzt zählt nur noch die nächste Saison. Das hat man von einigen Fans so gehört. Ja. Ist es? Ja, also ich meine, es ist halt, kann ich teilweise verstehen, dass man als Fan auch so denkt, weil, dass man einfach, was dahinter steckt, ist ja, glaube ich, eher, dass man als Fan wissen möchte, wie geht's nächste Saison weiter? Also sprich, wer ist Trainer? Welche Spieler sind da? Aber worauf ich da hinaus will, ist dann nicht genau, natürlich interessiert es einen, was nächste Saison ist. Aber noch hat man ja die Chancen, in dieser Saison was zu reißen. Ja. Also ich, dass dann da einfach die Gefahr ist, dass das einfach gesagt wird, ach, mit der Mannschaft, deswegen wollte ich darüber sprechen, wenn die Fans sagen, mit der Mannschaft ist sowieso jetzt egal und interessiert uns also nicht. Also das ist, glaube ich, von den Fans so ein Reflex. Jetzt waren ein paar Niederlagen dabei und zwischendurch lief es okay, dann wieder schlecht und man ist noch irgendwie halbwegs dabei, man ist froh, dass es halbwegs läuft. Dann ist das, glaube ich, so ein Reflex, ja, ist immer noch eine Übergangssaison. Aber ich habe hinterher kurz auch Cengiz Şak hier gesprochen, der meinte, mit der Leistung, um das jetzt zu vervollständigen, mit der Leistung, wenn wir die so bringen und auch mal Tore schießen, dann könnten wir theoretisch vorne auch nochmal angreifen. Und das finde ich ist zwar auch ein Reflex des Trainers, der sagt, ja, ich habe eine gute Mannschaft, ich bin immer noch in Schlagweite. Andererseits ist es aber auch dieses typische Ding, es ist rechnerisch noch möglich. Wir reden davon, dass Brinkum auch nochmal einbrechen kann, dass man auch gegen Brinkum nochmal gerade das letzte Spiel bestreitet. Und deswegen finde ich diese Frage schon auch von Ihnen berechtigt, zu sagen, ja, ist da noch was möglich? Jetzt abzuschalten ist einfach Quatsch. Und als Fan ist man ja auch häufig, ich meine, das war ja auch bei uns in der Sendung so, nach diesem Oberneuland-Spiel wirkten wir alle sehr euphorisiert von dem Spiel. Ja. Dann kam halt Schwachhausen und Lehe
Und ja, der Einzige, der es hier nüchtern betrachtet, in dieser Runde, in der aus dem einzigen unabhängigen Bremen-Liga-Runde über den Bremen-Liga-Fußball, der Einzige, der das nüchtern betrachtet, bin ja zum Glück ich. Und dann können wir alle darüber froh sein. Und meine Damen und Herren, von den Browserfenstern, Mobilgeräten und TV-Geräten, wir sind am Ende der Sendung angekommen und freuen uns, dass Sie so lange bei uns geblieben sind und dass Sie natürlich nächste Woche wieder einschalten können. Denn nächste Woche haben wir es dann nun wirklich. Wir können endlich darüber reden, wer hat gemeldet, wer hat nicht gemeldet. Und wir können über diverse andere Blumensträuße reden, die wir jetzt noch nicht ausgepackt haben. Und so sage ich auf den Bremer SV, auf die Bremenliga. Prost. Prost.